Hast du schon gehört? Gerichtsurteil gegen P. Diddy. Der Rapper muss 100 Millionen Dollar an Derrick Lee zahlen. Derrick Lee sitzt im Gefängnis und verbüßt eine lebenslange Haftstrafe. Aus dem Gefängnis heraus hat der Rapper P. Diddy auf 100 Millionen Dollar verklagt. Derrick Lee Cardello Smith versus Sean Combs. Im Jahr 1997 soll P. Diddy Derrick Lee mit K.O.-Tropfen außer Gefecht gesetzt haben und sich daraufhin an ihm vergangen haben. There's no expense being spared. We had a black billionaire's lunch. Beweise dafür soll es einige geben. P. Diddy selbst habe Derrick Lee im Gefängnis besucht und ihm 2,3 Millionen Dollar geboten, damit die Klage zurückgenommen wird. And he made me a financial offer of $2.3 million. Da weder P. Diddy noch ein Anwalt bei Gericht erschien, gab es ein Gerichtsurteil zugunsten von Derrick Lee. Saftige 100 Millionen Dollar muss P. Diddy an Derrick Lee zahlen. $10 million a month. Für mehr Rap-News, mach das Plus weg und folg unserem Kanal. Wir halten dich auf dem Laufenden.